14 Punkte vor ist auch heute wieder im Bezirksamt zu Gast. Frau Magister Silke Kobold wird sich unseren Fragen stellen und wir freuen uns, dass sie sich die Zeit genommen hat. Freuen sich auf den Beitrag. Frau Magister, herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen. Gleich meine erste Frage, Verbindungsbahn. Wie ist denn da die aktuelle Lage? Verbindungsbahn ist sicher das im Moment größte Thema, das Hietzing bewegt. Es hat sich insofern etwas Neues getan in letzter Zeit, als es einen Allparteienantrag aus dem Rathaus gibt, der eine Verknüpfung unserer Verbindungsbahn mit der Vorortelinie, mit der S45 überprüfen lassen will. Das freut uns sehr, das war auf unsere Initiative, dass das entstanden ist. Also das wäre eine neue Vision für dieses Verbindungsbahnprojekt, wo man sagen könnte, es hätte dann einfach einen größeren Nutzen, weil die Planungen, so wie sie derzeit am Tisch liegen, uns im Bezirk in keiner Weise zufriedenstellen. Also es werden ganz große Probleme damit aufgeworfen und wir kämpfen mit allen Mitteln und auf allen Ebenen, dass hier Projektverbesserungen und Anpassungen erzielt werden, damit der Alltag für die Menschen in Hietzing auch in Zukunft passt. Warum kam es überhaupt zu dieser Neuplanung? Der ursprüngliche Grund liegt wohl darin, dass die ÖBB uns immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Brückenpfeiler im Wiehntal dringend sanierungsbedürftig sind. Also das war die Ausgangslage und so sind dann wohl die Überlegungen entstanden, ob man dann nicht überhaupt die Strecke insgesamt sanieren und ertüchtigen will. So hat sich das uns dargestellt seit langen Jahren. Wir sind im 13. Bezirk sicher mit der Westeinfahrt ausreichend belastet und die Vorstellung, dass die Westausfahrt ab der Hütteldorfer Brücke stadtauswärts auch auf die Hietzinger Seite kommt, wo bereits dicht bebautes Gebiet ist, ist einfach für uns nicht tragbar. Es gibt ja auch eine schöne Nachricht vom Botanischen Garten. Was hat sich da getan? Das war wirklich ein großer Meilenstein und großer Erfolg für uns zu Jahresbeginn. Wir haben Unterstützung von der Landwirtschaftsministerin bekommen, dass der Botanische Garten nicht dem Tiergarten eingegliedert wird und damit der Zugang, der für uns auf Hietzinger Seite so wichtig ist, frei erhalten bleibt. Also das heißt, wir können weiter unsere Spaziergänge und Joggingrunden hinauf zur Gerät auf Hietzinger Seite machen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen und durch den Tiergarten nicht mehr durch können. Das war wirklich ein riesengroßer, schöner Erfolg, über den ich mich auch persönlich extrem freue. Das Vorfeld Schönbrunn, wie ist da jetzt der aktuelle Status? Was passiert da jetzt oder wann passiert da jetzt etwas? Beim Vorfeld Schönbrunn sieht man, dass da die Bauarbeiten bereits im Gang sind und bis Sommer soll dann der Parkplatz fertig sein. Es ist ja bekannt, dass wir als Bezirk eine andere Lösung wollten, nämlich eine Tiefgarage und eine dem Schloss adäquate Vorplatzgestaltung. Das ist nicht gekommen, aber es wird zumindest eine Entlastung insofern geben, als die Busse nicht mehr vor dem Schloss parken werden. Bauen in Hietzing. Man merkt immer wieder, es wird neu gebaut, es werden alte Gebäude abgerissen. Es gibt ja da Schutzzonen. Wo sind diese Schutzzonen in Hietzing? Wer legt diese fest? Wir haben in Hietzing sehr, sehr viele Schutzzonen. Die meisten befinden sich natürlich im Zentrum Hietzings, wo einfach die noch aus der Kaiserzeit stammen oder davor aus der Gründungszeit Hietzing stammenden Gebäude stehen. Auch einzelne Grätzeln haben große Schutzzonen, wie zum Beispiel Obersankt Veit. Festgelegt werden sie in der Flächenwidmung. Diese wird im Rathaus beschlossen und der Bezirk kann eine Stellungnahme dazu abgeben. Wir als Bezirk versuchen, dass wir möglichst alle Gebäude, die uns erhaltenswürdig scheinen, in eine Schutzzone hineinbekommen. Und zuletzt gab es auch wieder die Bestrebung, einen Teil in der Adolfstorgasse als Schutzzone auszuweisen. Der Bezirk kann aber bei Bauprojekten nicht direkt eingreifen. Nein, das kann er nicht. Wir haben da auch keine Parteienstellung. Wir können nur eine Stellungnahme abgeben. Aber wenn es konkret um Bauprojekte geht, sind es dann die Anrainer, die ein Bauprojekt über die Instanzen bekämpfen können. Das kann der Bezirk nicht. Wie gesagt, wir können nur eine Stellungnahme abgeben. Und wenn es um Ausnahmegenehmigungen geht, dann ist der Bauausschuss involviert. Aber auch über den Bauausschuss gibt es noch weitere Instanzen, die dann das Bauprojekt behandeln. Parken in Hietzing. Parkpickerl, ja oder nein? Kann es jetzt noch kommen? Und wenn es kommt, können wir da noch irgendwas dagegen tun? Also das Parkpickerl ist sicher ein
Dauerbrenner und eine Frage, die die Bewohnerinnen und Bewohner sehr beschäftigt. Es gibt Gebiete in Hietzing, die stark beparkt sind, vor allem entlang der U4 und im Zentrum Hietzings. Das ist außer Zweifel. Klar ist aber auch, dass sich die Hietzinger zuletzt mit 68% deutlich gegen ein flächendeckendes Parkpickerl in Hietzing ausgesprochen haben. Auch in den einzelnen Kretzeln hat sich keine Mehrheit dafür ergeben. Somit gibt es für uns jetzt keinen Anlass, das Parkpickerl einzuführen. Wo wir dann wirklich überlegen müssten, wäre, wenn der 23. Bezirk ein Pickerl einführt, weil dann werden wir auch von dieser Seite bedrängt werden. Es gibt ja immer wieder Umfragen. Welchen Einfluss haben diese Ergebnisse auf die Politik? Und was ist vor allem, wenn das Ergebnis der Parteilinie widerspricht? Also für mich persönlich haben Umfragen einfach einen bindenden Charakter, sonst müsste man die Menschen einfach nicht befragen. Und ob das jetzt Parteilinie ist oder nicht, hat hier egal zu sein. Der Volkswille ist einfach entscheidend. Ein Thema, das uns die letzten 4 Jahre immer wieder beschäftigt hat, zurzeit ist es ja sehr ruhig geworden, der Hörndlwald. Da gab es ja vor genau 4 Jahren eigentlich eine Bürgerinformationsveranstaltung. Danach ist sehr viel passiert, jetzt ist es wieder sehr ruhig. Wie schaut es da aus? Droht jetzt noch eine Verbauung oder wird es vielleicht jetzt renaturiert, wird es umgewidmet? Die Umwidmung und wieder Renaturierung, das ist unser großes Ziel. Das geplante Bauprojekt wird nicht umgesetzt, das ist auch klar. Allerdings sind die Bauflächen noch vorhanden und da kämpfen wir sehr dafür, dass die Stadt Wien ein Einsehen hat und diese Bauflächen im Hörndlwald wegwidmet, möglicherweise woanders dazu gibt. Aber wir hören derzeit nichts, also es ist sehr ruhig um den Hörndlwald. Und ich glaube, was mit unserem großen Kampf gelungen ist, dass zumindest jeder dort eine gewisse Sensibilität entwickelt hat. Und ich hoffe sehr, dass dieses Thema jetzt für lange Zeit vom Tisch ist. Aber falls wieder etwas kommt, dann wird der Bezirk doch sofort wieder darüber informieren, oder? Selbstverständlich, und auch wieder auf die Barrikaden gehen. Das sollte sich mittlerweile wirklich bis zum Rathaus durchgesprochen haben, denn das ist letzten Endes seit Ende der 70er Jahre so, dass wir uns in Hietzing den Hörndlwald einfach nicht verbauen lassen wollen. Die Pavillons bei Hietzing, die werden ja jetzt geräumt von den Flüchtlingen. Was soll jetzt danach passieren? Der KAV, der Krankenanstaltenverbund, möchte ja das Spitalskonzept 2030 vorantreiben. Der Bezirk fordert hingegen eine Bildungseinrichtung. Wie ist hier der Status? Wir haben derzeit keine Informationen, was wirklich mit den leerstehenden Pavillons im Geriatriezentrum passieren soll. Unsere Position ist sehr klar. Das Krankenhaus soll allen Platz bekommen, den es benötigt, und gerne auch wirklich alle Pavillons, die dort vorhanden sind. Das ist ein wichtiger Gesundheitsstandort für uns und der gehört auch ausgebaut, unserer Meinung nach. Sollten Pavillons überbleiben, dann sehen wir das als ideale Möglichkeit auch für Bildungszwecke. Kann auch medizinische Forschung dort stattfinden oder Bildungseinrichtungen aller Art, weil einfach die Grünruhelage sehr schön ist und zum Lernen animiert. Also man kann dort gesund werden, darum noch einmal die Betonung darauf, am besten bleibt es einfach für medizinische Zwecke erhalten, das Areal, und sonst unserer Meinung nach für Bildung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute wieder die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne und alles Gute für das Arbeitsjahr 2019. Musik